konfrontieren sie Rais auf dem Dach des Gebäudes. Jetzt sind wir wieder in den Slums. Ich sag's doch. Hätten wir uns die ganze Reise durch die Kanalisation gerade einfach sparen können und einfach die Schnellreise nutzen können von der Altstadt zum Turm. Und vom Turm wären wir dann einfach hier rüber gelaufen. Ach, Alter, hätten wir uns wirklich den ganzen Kanalisationsabschnitt hätten wir uns jetzt sparen können. Warum zeigt einem das Spiel, dass man durch die Kanalisation gehen soll? Sagt er einfach, benutzt die Schnellreise. Gemeines Spiel. Mist. Ich wollte gucken, warum da so eine einzelne Pflanze rumsteht. Ich dachte, vielleicht ist es wieder so ein Portal. Hast du das eigentlich gesehen heute, als der Stream anfing? Da habe ich euch ein kleines Easter Egg gezeigt, aber ich glaube, du warst da noch gar nicht online. Es gibt hier so eine kleine Stelle, hinten bei der Map mit der Antenne. Die ist auch auf der Karte markiert als Portal. Da musst du so ein bisschen bei den Steinen so rumsuchen. Da steht so eine einzelne kleine giftige Pflanze. Die sprichst du an und dann wirst du auf eine andere Map teleportiert. Und dort ist ein kleines Haus. Ein kleiner Garten mit Pflanzen und Zombies mit Verkehrskegeln auf dem Kopf und einmal auf dem Kopf laufen drauf zu. Das ist quasi ein Plants vs. Zombies Easter Egg. Rein. Ach hier. Also. Ab jetzt fängt das Finale des Spiels an. Uns fehlt, glaube ich, noch die eine Quest mit dem Jetpack für den Volkan Dall. Aber die kann man theoretisch auch später noch machen. Der hat mich nicht angefunkt. Weiß nicht warum. Vielleicht müssen wir dazu in den Slums rumlaufen oder irgendwas, dass der uns anfunkt. Die können wir dann hinterher noch nachholen. Man kann dann das Gebiet noch weiter erforschen, wie man hier sieht. Ne? Wenn man durch ist, kann man Haran weiter erkunden. Ne? Es ist jetzt nicht das Ende im Gelände. Aber wir betreten jetzt den Abschluss des Spiels. Das kann man nicht im Koop machen, das muss man alleine machen. Und bis wir es abgeschlossen haben, können wir eben nicht zu den anderen Karten zurückkehren. Das heißt, wir müssen das jetzt durchziehen. Und das machen wir, oder? Let's go! Rais hat eine Abmachung mit dem GRE getroffen und ist kurz davor, mit Dr. Zeras Forschungsdaten aus Haran zu entkommen. Auch wenn er in seinem Wahnsinn sicherlich damit rechnet. Ich muss ihn um jeden Preis aufhalten. Also das möchte ich heute auf jeden Fall noch abschließen. Weil ich dann denke, die nächsten Wochen werde ich montags und dienstags ein bisschen Pause machen von Dying Light. Und da werden wir dann wahrscheinlich irgendein anderes Projekt, was jetzt zurzeit schon läuft, dann an diesen beiden Tagen auch mitmachen. Einfach nur, damit ich ein bisschen schneller durch das Projekt durchkomme. Weil ich habe ganz, ganz dringend vor, ein Pokémon-Projekt hinzuzufügen. Möchte aber nicht so viele Projekte gleichzeitig laufen haben. Ne? Und da wir dann die Hauptstory durch haben, kann man dann quasi an der Stelle von Dying Light erstmal ein aktuelles Projekt abschließen. Und dann können wir Pokémon mit in die Rotation mit reinbringen. Gucken wir mal, wie wir das machen. Let's go! Oh. Klingt aber nicht gut an. Hast du schon wieder einen Anfall? Hast du schon wieder einen Anfall, Junge? Könnte der Anfall mal bitte weggehen? Gerade sehr unpassend. Ah.
Oh nein. Das ist ein Schattenjägernest. Warum ist sein Hauptquartier ein Schattenjägernest? Oder sein Turm? Oh Scheiße, was zum Henker? Hat er seine eigenen Männer geopfert? Klappe, ich will dich nicht hören. Was? Klappe! Du willst mich hören? Klappe! Gute Idee! Oh fuck. So, viel besser. Orchesteruntermalung passt doch, wenn Könige sich streiten. Könige. Ja, und jetzt? Da, die Vollstrecker meines Willens. Laufen sie vor der Zombie-Horde weg? Wohin? Da lang? Okay. Der hat jetzt einfach hier Lärm gemacht. Und ich muss irgendwie entkommen. Herrlich. Herrlich. Oh Gott, 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 oh Gott. Wo geht's hier lang? Da rein. Was? Weiter runter? Verfluchte Scheiße. Oh! Ii! Nein! Nicht eins von denen! Hör auf! Hör auf, dass ich schießen kann! Lass mich schießen! Es hört nicht auf zu schreien! Es hört nicht auf zu schreien! Warum hat sie nicht aufgehört zu schreien? Das ist doch Beschiss! Das ist doch Beschiss! Solange es schreit, kann ich nicht schießen! Hä? Es müsste eigentlich einmal kurz schreien und dann aufhören! Bastard! Was war denn das jetzt gerade, ey? Absoluter Beschiss. Das war cool. Ich bin zu erschöpft, um den Wurfhaken zu benutzen. Wollt ihr mich verarschen? Der Wurfhaken ist meine Geheimwaffe und ich darf sie nicht benutzen. Aber Fackeln darf ich doch benutzen, oder? Nur hör auf! Hast du gesehen, wo der hingesprungen ist? Direkt auf mich drauf! Oh. Oh, das mit dem Baby war voll der Beschiss, oder? Dass das nicht aufgehört hat zu schreien. Bin ich wieder in seiner Arena gelandet? Tatsache, ich bin in seiner Grube gelandet. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Vielleicht bist du doch ein König des Drecks. Hier, Crane. Was heißt jetzt? Für den König. Was? Was war denn das für ein Geschenk? Ein Geschenk für den König? Weder kannst du mich töten, noch besiegen. Du kannst mich nicht mal erreichen. Klar kann ich dich erreichen. Der schießt mit Raketen. Wie soll ich denn da hochkommen? Er hat seine eigenen Leute hier abgeschlachtet und zu Zombies gemacht.
Warum? Und trotzdem probierst du's. Zum Trost bekommst du etwas unter Mahnung. Ein Spinner. Der ist wie Nero, der sein eigenes Königreich abfackelt. Gespielt von Sklaven. Perfekt für einen Sklaven. Sorry, ich muss mal die Fertigkeitspunkte verteilen. Das steht die ganze Zeit da, das nervt so ein bisschen. So. Komm schon! Schneller, Gottverdammt! Ich hoffe, das ganze Ding ist jetzt nicht voll mit Schattenläufern, Schattenjägern. Ich weiß nicht, warum ich immer Schattenläufer sage. Schattenläufer war eine Klasse in dem Spiel. Ich glaube bei Rebels. Das war quasi eine Bogenschützer-Klasse. Aber so ein bisschen mit Schleichen. Also quasi ein Dieb auf Fernkampf. Der dunkle Bogenschütze. Was ist hier los? Achso, ich habe ja gesagt, wenn mal wieder so eine Stelle kommt, dann benutzen wir den doch, oder? Hä, wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Nach oben. Aber... Ach, hier. Karim? Der Bastard hat sogar seinen Sekretär abgeschlachtet. Crane, Reich sagte, du würdest kommen. Du wurdest angeschossen. Was ist los hier? Das ist die Quittung für unsere Arbeit. Reich hat uns betrogen. Ich bin auf dem Weg nach da oben, Karim. Ich schwöre dir, ich werde den Bastard mit meinen bloßen Händen umbringen. Nicht da lang. Auf den beiden Etagen über uns sind Minen. Geh durch den zweiten Block. So hoch du kannst. Dann kannst du zurückkommen. Ah, was soll ich davon halten, ha? Geh durch den zweiten Block, wie soll ich denn das machen? Ach was. Karim konnte dich noch warnen, was? Es war richtig, ihn zu erschießen. Manche würden es für unsportlich halten, dich so ins Visier zu nehmen. Der Runner ist ausgewichen. Nicht so viel gequatscht hast. Aber ist dabei nach unten geflogen. Auf Augenhöhe zu sein. Den Ausdruck verstehst du doch, oder? Oh, jetzt kommen die alle an, ha? Huh?
Waffe ist gut, aber ich habe keinen Sprit mehr. Ich könnte noch welchen herstellen. Aber ich habe das Gefühl, die Waffe macht es ein bisschen zu einfach. So, nach oben sollen wir, ja? Wie komme ich jetzt hier nach oben? Hier an der Seite? Oder irgendwie von innen? Wo komme ich nach oben? Hier. Hier draußen lang, ja. Hat aber nicht viel gebracht, du. So. Da lang wieder? Nee, von da sind wir ja gekommen. Ja, fallt ruhig runter. Fallt runter. Kommt. Kommt her. Ja, fallt. Wir müssen weiter nach oben. Da lang? Fall ich doch runter. So wie ich mich kenne. Mir fällt gerade auf, diesen Ram-Move hätte ich schon viel, viel früher und viel, viel häufiger benutzen müssen. Also wenn man sprintet und E drückt, dann rammt man ja. Habe ich viel zu selten benutzt in diesem Spiel. Was? Als ich vom Himmel gefallen bin? Weil ich doch ein Engel bin? Hast du nicht wehgetan? Als du gefallen bist? Den Anmachspruch kennt doch jeder, oder? Hat der Reis sich gerade an den Crane rangemacht? Ich knall den ab, ey. Ich knall ihn sowas von ab. Wieder rüber, aber gibt es hier noch was? Manchmal gibt es vielleicht noch eine Flagge oder so. Nee. Hätte sein können. Da habe ich noch mit Zeug. Schießt er gerade mit Raketen? Schießt er gerade mit Raketen? Fuck you! Warum? Weil ich zuerst nach hinten gelaufen bin, oder was? Da habe ich noch mit zurück. Du bist raus, Craig. Jetzt. Weißt du, wie auf dich ist Sekunde zu spät losgerannt, oder so? Du bist Mitglied eines exklusiven Clubs. Wo versteckst du dich, Arschloch? Leider ist es ein Club, den ich auflösen werde.
Hallo, husten Sie mal. Noch langsam mal oben sein, oder? Armer Crane, so überwältigt von Emotionen. Oh Gott, das geht nicht. Der Wunsch nach Rache. Nein! Ah, da ging es nicht hoch. Da ging es einfach nicht hoch. Vielleicht kann ich ja eine kleine Abkürzung gönnen. Aber das wollten sie nicht ganz. So überwältigt von Emotionen. Der Wunsch nach Rache lodert in dir. Hass zerfrisst dich. Solche Gefühle machen dich schwach. Vielleicht sind wir oben. Ich knall ihn ab, ey. Ich knall ihn sowas von ab. Da, Schrotflinte ziehen, schießen. Nicht lang diskutieren. Schießen. Das hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Du bist tot, Suleiman. Mit dem Ding oder ohne. Komm schon, Crane. Als würde dich das kalt lassen. Wie viele Leben hängen von dieser Disk ab? Hunderte? Tausende? Milliarden? Ich dachte, wir haben auch eine Kopie. Gott, ich hab falschen Knopf gedrückt. Ich wusste... Oh, ich hab komplett vergessen, dass hier so ein Mist kommt. Ich glaube, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Einer Sache hattest du recht, Crane. Suleiman ist tot. Solche Dinge hatte. In dieser Stadt. Du gehörst gar nicht hierher. Du weißt nicht, was Leid ist. Wie ich solche Dinge hatte, ey. Quicktime-Events. Quicktime-Events. Dir werde ich es zeigen, Crane. Du wirst mit mir leiden. Oh. Resident Evil 4 hatte, glaube ich, damals so viele Quicktime-Events. Oh, das war schrecklich. Ich bin da so oft verreckt. Ja, nur zu. Lass es raus. Tu's. Ich werde mich nicht wehren, wie du Tahir getötet hast. Tu's. Leck mich, Arschloch. Du willst, dass ich meine eigenen Regeln aufstelle? Hier ist Regel 1. Du wirst den Rest deines Scheißlebens Todesqualen leiden. Oh. Lass mich nicht so zurück, Crane. Beweis, dass du ein Mann bist. Mann, könntest du endlich die Fresse halten? Dreh ihm nicht den Rücken zu. Dreh ihm nicht den Rücken zu. Der greift dich gleich nochmal an oder so. Wie sich das Blatt doch immer ans Umdrehen wenden kann, sehe ich in Haran in der Falle. Wäre diese Wunde mein Tod. Jetzt schwebst du zwischen Leben und Tod, während der GRI mich in ein Krankenhaus bringen wird. Du hast die Ehre, selbst über dein Schicksal zu entscheiden. Gib mir die Disk, damit zumindest die Chance besteht, dass Haran überlebt. Und dein Tod wird schmerzlos sein. Oder die Disk auf den Heli werfen. Die Disk auf den Heli werfen, das wäre geil. Okay, eins, hier. Zwei. Thank you.
Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Reins ist down! Arschloch! Im wahrsten Sinne des Wortes, down! Wir haben den Drecksack. Wir haben ihn. Tja. Was willst du? Rais hatte uns gesagt, dass er die Forschungsdaten habe. Unser einziges Interesse gilt dem Heilmittel. Ihre Chance, Crane. Holen Sie den Rest und kommen Sie mit uns. Ich möchte wirklich sagen, scheiß auf euch alle, aber ich hätte einen Vorschlag. Warum tun wir nicht mal kurz so, als hielten Sie mich nicht für einen kompletten Idioten? Sie brauchen das Heilmittel. Und es ist hier. Irgendwo in dieser Stadt. Und solange das so ist, werden Sie sich hüten, wie das Ministerium zu handeln. Crane, was zur Hölle kümmert Sie es, was mit den Leuten passiert? Das ist nichts anderes als ein weiterer Auftrag. Oh doch, ist es. Ich melde mich, sobald ich eine Entscheidung getroffen habe. Ja, solange wir die Daten haben, können sie die Stadt nicht in die Luft jagen. Crane? Hallo Crane, hören Sie mich? Camden hier. Ich höre Sie. Was gibt's, Doktor? Die Analyse der Gewebeproben ist beendet. Die Ergebnisse sind... phänomenal ist wohl nicht übertrieben. Crane, wenn Sie mir Zeras Daten besorgen können, steht einem Heilmittel nichts mehr im Wege. Okay. Das besprechen wir das nächste Mal. Ayo hier. Wie immer, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgen. Gute Nacht und viel Glück. Gute Nacht und viel Glück. Das ist das Ende von Dying Light 1. Von der Main Story. Es gibt dann noch einen Story-fortsetzenden DLC. Und dann noch den Hellraid DLC, mit dem man auch noch relativ viel Zeit verbringen kann. Und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwas mit Cuisine, aber das habe ich noch nie gesehen. Ich habe bloß gesehen, dass es den gibt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwie so ein. Also Cuisine, das ist ja Kochkunst, ne? Irgendwas, also. Da ist irgendwie so ein, glaube ich, so ein Zugwaggon abgebildet. So ein Speisewaggon. Und irgendwas mit Cuisine steht dort da. Da muss ich mal gucken, was das ist. Das kenne ich gar nicht. Aber habe ich vor kurzem gesehen, dass es da irgendwie so einen komischen DLC gibt. Aber vielleicht ist es auch nur ein Paket von Waffen und Mods und irgendwie sowas. Keine Ahnung. Muss ich mal nachgucken, was das ist. Ja, Ziel für heute Abend erreicht. Wir haben es durch. Und wie gesagt, ich würde jetzt die nächsten paar Wochen, Montag und Dienstag, eine Pause bei Dying Light einlegen. Die das auf YouTube gucken, die wird das gar nicht interessieren. Kommt jeden Tag eine Folge raus. Und ich habe vorproduziert bis Ende Mai schon. Ne? Und wenn ich dann quasi Ende Mai erst wieder anfange zu streamen, merkt ihr das trotzdem nicht, weil bei euch kommt dann die nächste Folge Schlag an Schlag. Ne? Also für die YouTube-Leute ist das völlig irrelevant. Für die Twitch-Zuschauer gebe ich jetzt quasi bekannt. Ich mache jetzt ein, zwei Wochen Pause von Dying Light. Nee, nicht für den Supermarkt-Simulator. Ich möchte nämlich die Zeit nutzen, um ein paar der gerade offenen Projekte endlich mal fertig zu machen, damit ich dann mal bei Pokémon wieder ein Projekt starten kann. Team Rocket Edition steht da schon so lange auf dem Plan. Und ich denke, ich werde dann die nächsten Montage und Dienstage einfach, weiß ich nicht, Yu-Gi-Oh! Machen. Dass wir das nicht bloß am Samstag haben, sondern Montag, Dienstag, Samstag, damit das schnell durchgeprescht wird. Und dann habe ich mehr Zeit, dass wir dann an den Tagen dann vielleicht Pokémon machen können oder so. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich es mache, aber irgendwie so in der Art wird das laufen. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bleibt natürlich für Valheim. Ja, daran wird sich nichts ändern. Vielleicht werde ich dann ab und zu mal an einem Montag oder einem Dienstag auch mal eine kleine Runde Valheim Farming reinschmeißen. Das kann ja auch sein. Mal schauen.
Aber auf jeden Fall werde ich da jetzt erstmal Dying Light Streams für ein paar Wochen auf Eis legen. Und wenn mir dann langsam die YouTube-Folgen ausgehen, dann springen wir dann wahrscheinlich dann in die Hellraid, in das Hellraid-DLC rein. Das wird richtig geil, sage ich euch jetzt schon. Also mir hat es Spaß gemacht zumindest. Das ist Dying Light an so einer Spielekonsole. Geht man daran und dann wird man in so eine Spielewelt transportiert und das ist alles so ein bisschen mystischer, dunkler, magischer. Es gibt keine Schusswaffen, es gibt halt nur mittelalterliche Waffen, Pfeil und Bogen und so. Es gibt sogar Magie, es gibt keine Zombies, es gibt dort Skelette und Ghule und so ein Zeug. Ja, aber wie gesagt, das dann erst in ein paar Wochen. Musst du nur mal sagen, ich habe dir Kuchen gebacken, um mich zu entschuldigen, dass ich dein Auto geschrottet habe. Was hast du gemacht? Ja, ich hab dir Kuchen gebacken. Auto geschrottet. Nice. Kommt jetzt hier noch was? Kommt noch irgendwas zum Schluss? Nö. Das war's. Naja, wie gesagt, vielleicht ein bisschen zeitiger als sonst. Aber ich würde jetzt hier schon Feierabend machen. Es sei denn, ihr habt einen Vorschlag, was wir jetzt für die letzte Stunde noch machen könnten. Bei Dying Light. Wie gesagt, ist jetzt erstmal nichts mehr so wirklich zu tun. Thais ist tot. Der Bastard hat's nicht anders verdient. Den GRE habe ich zum Teufel geschickt. Dank der Forschungsergebnisse von Camden und Sarah. Supermarkt-Simulator. Auf ein Gegenmittel. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich endlich angekommen bin. Ich weiß... Jetzt habe ich das zu früh weggedrückt. Ja. Main-Quests gibt es jetzt keine mehr. Man kann jetzt Hellraid machen. Man könnte jetzt den Story-DLC starten, der ein bisschen außerhalb von Haran spielt. Oder man könnte einfach nur rumlaufen und gucken, was man dann noch so alles findet. Also, jetzt könnte man farmen, jetzt könnte man... Manchmal, es gab früher dann immer noch kleine Events, die haben alle paar Wochen so Events reingeschmissen. Kille so und so viele Zombies auf die und die Art und Weise. Und dann konntest du halt irgendwelche besonderen Waffen bekommen oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht mehr genau. Aber für uns gibt es jetzt hier... Ach, hier gibt es noch ein paar kleine Beschützerquests. Aber sind das die wir schon mal gemacht haben? Oder sind das jetzt neue? Na komm, dann machen wir das jetzt heute Abend. Also, halbe Stunde, dreiviertel Stunde habe ich noch. Gucken wir uns nochmal diese kleinen Quests mal an, was das jetzt ist. Okay?